Andreas Zettel, über Twitter bin ich auf dich gestoßen und habe gesehen, du machst super tolle Sachen rund um Print CSS. Stell dich doch kurz vor. Ja, also wie du schon sagst, ich bin Andreas Zettel, bin eigentlich Webentwickler oder habe Entwickler gelernt und bin durch auf dieses Thema Print CSS eigentlich nur durch meinen Arbeitgeber gekommen, Condensurf GmbH. Wir machen da PIM- und DAM-Systeme. Und vor einigen Jahren hieß es mal, ja, wir bräuchten eigentlich auch neben InDesign-Server und Comet-Ausleitung über Print auch Dokumente, so Produktdatenblätter, HTML zu PDF quasi. Und dadurch bin ich auf das Thema eigentlich aufmerksam geworden und dann viel gesucht und ein paar PHP-Lösungen gefunden, die dann mehr schlecht als recht funktioniert haben. Und irgendwann sind wir auf PDF-Reaktor gestoßen, eines der größeren kommerziellen Tools, die da eigentlich sehr weit sind. Und ich sag mal, so gut wie alles aus CSS3 unterstützen, mit dem man da eigentlich sehr gut zurechtkommt. Genau, und tagsüber bin ich noch weiterhin ganz normal angestellt und abends als Hobby beschäftige ich mich mit Print CSS, mache aber auch ein bisschen Typo 3, WordPress Extension Entwicklung für einige Leute. Aber ja, ein bisschen weniger, mehr hobbymäßig an Print CSS interessiert. Und da habe ich eigentlich relativ viele Seiten. Spielplatz nenne ich es mal, wo man es ausprobieren kann und auch ein paar Templates, die man halt online schon mal ausprobieren kann auf so einer Directory-Seite. Jetzt, du hast gesagt, du seist Webentwickler, du machst mit Webtechnologie Print. Wie kommt man dazu, in deinem Alter in eine totgesagte Branche einzusteigen? Ich darf das so sagen, ich war mal Schriftsetzer. Naja, ich glaube nicht, dass das Print tot ist oder schnell stirbt. Also ich meine, seit meiner Ausbildung, meine Ausbildung war im Prinzip beim Internethaus Kastner und die Kastner AG ist eine Druckerei. Das heißt, wir saßen über den Druckmaschinen in unserem Büro und selbst da, damals, also das ist jetzt 17, 18 Jahre her, hieß es schon immer, Print stirbt, Print ist tot, aber ist bisher noch nicht passiert. Und es ist erstaunlich auch, man sieht immer noch die Nachfrage, also so ganz einfachen Dingen wie Produktdatenblätter, aber auch noch höherwertigeren Broschüren oder auch ganz klassisch jetzt diese ganzen neuen E-Books, die Leute über Gumroad oder online verkaufen, nicht nur im EPUB-Format, sondern eben auch als PDF. Es sind oft auch Entwickler mit Entwicklerhintergrund und die tun sich halt wahnsinnig leicht, wenn sie einfach in HTML und CSS bleiben und nicht irgendwie jetzt noch InDesign oder etwas anderes lernen müssen. Du sprichst von Print CSS. Jetzt ist es so, dass viele Leute mir sagen, ja, sie machen Print CSS und meinen da die Erweiterung aus CSS 2.0. Kannst du uns kurz aufklären, was da genau der Unterschied ist? Also wenn ich über Print CSS spreche, dann spreche ich hauptsächlich über CSS Paged Media. Das ist ja ein Entwurf vom W3C. Der Entwurf, glaube ich, ist jetzt auch schon 7 oder 8 Jahre alt. Noch nicht im Standard. Aber da geht es dann wirklich um Seiten, was ja eigentlich kein Konzept ist im Internet. Also sowas wie Seitenumbrüche, Seitenmargins, Seitennummern. Print CSS kann man aber auch meinen, einfach nur eine Printweiche für seine Webseite, dass man sagt, okay, wenn jetzt jemand die Webseite ausdruckt, blende ich gewisse Teile aus. Das verstehen manche Leute auch unter Print CSS. Ich würde sagen, Sammelbegriff für all diese Themen. Und mir geht es hauptsächlich um das mehr Printlastige, also generierter Inhalt, automatische Header-Footer setzen, Fußnoten, die man mit CSS machen kann. Was zwar alles im Entwurfstatus ist, das heißt, diese ganzen Rendering-Tools, die es da gibt, unterstützen es mehr, ja, manche gut, manche schlechter. Kommt immer auf die Tools drauf an, da muss man auch wirklich schauen. Es ist so ein bisschen wie, sage ich mal, vor 10 Jahren, 15 Jahren Internet Explorer 6 gegen Firefox, gegen Opera. Und wenn man da früher Webseiten programmiert hat, weiß man, wie schwierig es war, dass das auf allen halbwegs gut aussieht. Und
so ähnlich ist es jetzt mit diesen ganzen HTML zu PDF-Renderern auch. Man ist halt, sag ich mal, da hat man den Vorteil, dass man davor schauen kann, was brauche ich? Brauche ich Fußnoten? Brauche ich sie nicht? Ich suche mir den entsprechenden Renderer aus und dann schreibe ich meinen Code genau so, dass er von diesem Renderer gut interpretiert wird. Was denkst du, auf deinem YouTube-Channel zeigst du ja verrückte Beispiele, was alles geht mit diesem Page-Media-Module. Was denkst du, was ist so das Typische, wo sollte Princess eingesetzt werden? Also ich glaube, das Typische ist eher alles, wo es darum geht, etwas, was sehr, sage ich mal in Anführungszeichen, statisch ist, automatisch auszuleiten. Eben sowas wie Produktdatenblätter, Anleitungen, wo man Rechnungen zum Beispiel, wenn man auf einer Webseite auf den Knopf drückt und es fällt die Rechnung raus. Nichts, wo im Nachgang noch irgendjemand groß layouten möchte. Es gibt da auch, man kann auch Kataloge damit machen, das ist kein Problem. Da gibt es schöne Beispiele auch bei pdfvector.com auf der Webseite. Aber das darf halt dann nicht, oder der Unterschied, sage ich mal, zu InDesign, wenn man das Ganze mit InDesign macht, da kann halt dann der Designer nochmal kommen und sagen, okay, aber jetzt bei Produkt XY auf Seite 10 möchte ich das Produktbild nochmal ein bisschen größer, nochmal ein bisschen anders als bei allen anderen Produkten im Katalog. Während man bei Print-CSS bzw. bei HTML zu PDF gewisse Logiken programmiert am Anfang des Projekts und dann sagt, okay, Bild ist links oben, Text kommt hier, gibt vielleicht 2-3 verschiedene Template-Varianten für die Unterseiten, aber es ist alles relativ fix gehalten. Du hast jetzt auch InDesign ins Spiel gebracht, finde ich sehr cool. Was denkst du, wer kann Print-CSS bedienen? Also ich denke da zum Beispiel, InDesign sind Mediengestalter, bei uns heißen die Polygraphen, das sind nicht unbedingt die Entwickler. Wie sieht es mit Print-CSS aus? Also ich, auch bei Mediengestaltern glaube ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil gibt es auch in der Ausbildung Part HTML, CSS bei uns in Deutschland. Natürlich nicht in die volle Tiefe, würde ich sagen, aber ich denke, als Mediengestalter kommt man da relativ schnell rein und hat eben den Vorteil, wenn man jetzt einen klassischen Entwickler wie mich anschaut, man kommt ein bisschen mehr aus dieser Publishing-Schiene und ich gehe da relativ unbedarft dran und das sieht man vielleicht auch an meinen Beispielen und an meinem YouTube. Ich mache halt dann irgendeinen Poster mit CSS zum HTML, wo jemand anders wahrscheinlich sagen würde, warum wir brauchen klassisch Katalogseiten oder halt Broschüren, die wir machen wollen. Aber das heißt, der Einstieg, glaube ich, ist relativ einfach. Man braucht HTML und CSS. Diese CSS Page Media Part ist auch relativ gering, sage ich mal. Das sind dann eher diese Sondersachen, Seitenumbrüche, Fußnoten, die Page Margins, alles, was so eher eben in diese Print-Richtung geht. Aber dieses Grund-Layout mache ich eigentlich mit reinem CSS. Aber du schreibst CSS als Code. Es gibt nicht irgendwie, weißt du, wie ich in InDesign so eine Palette habe, wo ich halt sagen kann, meine Schrift, dann Pulldown-Menü und so. Du schreibst schon CSS-Code. Genau, also ich schreibe schon CSS-Code. Man könnte jetzt sicherlich irgendeinen What You See is What You Get Editor wahrscheinlich verwenden, aber die Ausgabe ist wahrscheinlich nicht das Beste. Ich schreibe das schon noch per Hand. Eventuell noch einen Preprocessor davor, das dann einfach ein bisschen einfacher macht, das CSS zu schreiben. Aber am Schluss wird es per Hand geschrieben und es fällt ein CSS-File bei raus. Bei uns im Blog sind ja viele WordPress-Anwenderinnen und Anwender oder Entwickler. Mhm. Siehst du da ein Zusammenkommen zwischen Print-CSS und Web-CMS-Systeme? Ja, der Vorteil wäre vor allem für Webentwickler, die sich schon mit WordPress beschäftigen. Es ist nicht wirklich eine neue Technologie, es ist auch wieder HTML, es ist CSS. Vor allem, wenn ich jetzt denke an WordPress-Theme-Designer, also eine Vorlage gestalten, das ist eigentlich relativ gleich. Und mit einer WordPress-Extension könnte man schon so weit gehen, dass man sagt, ja, ich
baue mir jetzt einen Button auf meine Seiten oder auf meine Blogposts, um die als PDF herunterzuladen. Ich hatte vor, das gefühlt auch schon fast 10 Jahre her, mal eine Extension gebaut, die mir meine Blogposts in so einer Art Zeitungsformat mit mehreren Spalten als PDF ausgegeben hat, einmal im Monat, und die dann auf so einer Unterseite auf meinem WordPress-Blog zur Verfügung gestellt hatte. Ist mittlerweile outdated. Ich habe das seit wahrscheinlich 8 Jahren nicht mehr dran entwickelt. Aber da ist schon einiges Potenzial. Und wenn man jetzt auch schaut, viel wird ja heutzutage auch über Headless gesprochen, Headless CMS, Content quasi irgendwo und die Ausgabekanäle. Und das ist natürlich Print einer der Ausgabekanäle. Und da bietet sich sowas natürlich an. Du hast gesagt, das Page Media Module, also dieses Print CSS, ist noch als Draft im Entwicklungsstadium. Wie entwickelt sich das weiter, das Ganze? Oh, das ist eine gute Frage. Bin ich mir auch nicht sicher, wie es sich weiterentwickelt. Das ist aber, sage ich mal, von allen Rendering-Tools gut unterstützt. Also es gibt mehr oder weniger diese klassischen HTML zu PDF-Renderern, die auch oft im Hintergrund den Headless Chromium verwenden, also einfach nur einen Browser im Prinzip, und dann die Browseransicht als PDF exportieren. Es gibt aber auch diese Rendering-Tools, die ich zum Beispiel auf meiner Seite präsentiere, die dann wirklich auch versuchen, den kompletten Standard von CSS Page Media zu unterstützen. Und ja, die Entwicklung dort geht weiter. Aber wie schnell das jetzt in den Standard kommt, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Das ist aber auf jeden Fall gut unterstützt und auch soweit unterstützt, dass man sagen kann, da kann man wirklich drauf setzen. Was sind die besten Quellen, am Thema zu bleiben? Natürlich werde ich deine Channels auch verlinken. Was kannst du zusätzlich empfehlen? Also zusätzlich natürlich Print CSS Rocks. Da gibt es viele Lessons. Also es sind Lessons aufgeteilt zu den verschiedenen Themen, wie zum Beispiel eben Fußnoten, aber auch mehrspaltiges Layout. Da gibt es eigentlich viel. Dann Antennahaus, die haben einen der mächtigsten, sage ich mal, Rendering-Tools, der Antennahaus Formatter. Die haben auch ein kleines Buch zu CSS for Paged Media. Und dann gibt es natürlich die Seiten vom W3C mit dem Standard. Und Smashing Magazine hat mal einen Artikel drüber geschrieben und auch A List Apart gab es mal einen Artikel über, wie mache ich ein Buch mit CSS 3. Da gibt es schon einige Sachen. Man muss ein bisschen suchen, also ich habe am Anfang auch viel suchen müssen und dann sammelt man sich so langsam die Ressourcen, sage ich mal, zusammen. Und ja, das Beste, was mir jetzt einfällt, ist wirklich print-css.org. Ja, vielen Dank, Andreas. Und auch vielen Dank für deinen Einsatz, deine freien Minuten für die Publishing-Welt. Das ist mega cool.